Eines wird immer wahrscheinlicher, meine Damen und Herren. Der Olaf, der Scholz-Sommer, wird nächster deutscher Kanzler. Was aber bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Und was bedeutet das vor allem im Hinblick auf die EZB und ihre ultralaxe Geldpolitik? Das will ich in diesem Video mal kurz beleuchten. Und schauen wir uns mal die möglichen Konstellationen an. Die SPD in der neuesten Umfrage von Insa bei 26%. Noch ein bisschen mehr. Eines zeigt sich immer mehr. Die Umfragewerte für Scholz und die SPD, die stabilisieren sich. Scholz liegt in allen Umfragen klar vorne. Dementsprechend die Wahrscheinlichkeit gut, dass er nächster Kanzler wird. Es gibt im Grunde nur noch wenige Konstellationen, die überhaupt möglich oder wahrscheinlich sind. Eine davon ist Rot-Rot-Grün. Würde derzeit nicht ganz reichen, ist aber sehr knapp. Dann eine Kenia-Koalition, also SPD, CDU und Grüne. Schwer vorstellbar vor allem, dass die CDU da als Juniorpartner dann mit in die Regierung gehen würde. Dann Jamaika-Koalition, das wäre die einzige Koalition, wo die SPD nicht vertreten wäre. Und eben die Ampelkoalition, also SPD, Grüne und FDP. In fast allen Konstellationen würde dann derjenige, der der stärksten Partei vorsteht, nämlich Olaf Scholz oder deren Kanzlerkandidat ist, eben auch die Regierung bilden können. Insofern ziemlich wahrscheinlich muss man sagen, dass der Scholz-Sommer jetzt der Kanzler wird, wenn die Umfragewerte sich bis zum 26. September nicht großartig verändern. Und der Scholz-Sommer ist ja bekanntermaßen ein mitreißender Redner, muss man sagen. Also wenn mein kleiner Sohn Einschlafschwierigkeiten hat, dann zeige ich ihm per Handy das Bild von Olaf Scholz, den hat er schon öfter reden gehört und gesehen und zack, der Mann ist sofort eingeschlafen. Also das wird natürlich dann zunächst mal rein vom Entertainment-Charakter eher überschaubar. Und schauen wir uns mal an, dass dieser liebe Olaf, der so langweilig daherkommt, aber doch einiges schon durchgemacht hat, muss man sagen. Da hat er zum Beispiel diese ganze Cum-Ex-Geschichte, Wirecard, Warburg-Skandal und dann das herrliche G20-Treffen in Hamburg, an das ich mich noch mit toller Erinnerung praktisch zurückerinnern kann. Da ist teilweise echt Panik gewesen in der Stadt. Da sind manche Leute, die ich sehr gut kenne, stundenlang festgesteckt und man hat versucht, sie da rauszuholen. Da hat der Olaf ja im Vorfeld gesagt, na, das würdet ihr gar nicht merken, ihr lieben Hamburger. Ein bisschen haben wir es gemerkt, Olaf, ein bisschen haben wir es gemerkt. Jedenfalls, es perlt alles an ihm ab. Irgendwie hat er da so eine Teflon-Eigenschaft. Das ist vielleicht das Potenzial, aus dem Kanzler geschnitzt sind. Rückschläge irgendwie, die ihn nicht wirklich unterkriegen können. Und wir sehen im Gegensatz zu einem ehemaligen Kanzlerkandidaten, Peer Steinbrück, der durchaus da ein bisschen forscher dahergekommen ist, ist der Olaf ja so ein bisschen rautenmäßig unterwegs, also so ein bisschen wie unsere Noch-Kanzlerin, fast ein Symbol des weiblichen Geschlechts hier, diese Handhaltung könnte man sagen, des Geschlechtsteils genauer gesagt, jedenfalls ist das offenkundig die Botschaft, ja, also bei mir geht alles so weiter wie unter der lieben Angela. Und was wird das bedeuten für die EZB, zumal das ja einer der entscheidenden Fragen sein wird in den nächsten Jahren? Schauen wir uns zunächst mal an die Ära Merkel. Da hat Daniel Stelter einen ziemlichen harten Verriss mal aufgeworfen mit den Themen Afghanistan ohne Plan, Eurokrise verschleppt, hinter der EZB versteckt, ja, kann man so sagen. Kaum jemand in Deutschland weiß ja wirklich, dass dieses 750 Milliarden Rettungspaket, das da geschnürt wird, dass die Deutschen da in der Haftung sind. Für Schulden, Transferunion, einen Blankoscheck zu Lasten Deutschlands geschrieben. Blankoscheck, wir zahlen alles. Kontrollverlust bei der Zuwanderung. Atomausstieg, der Klimaschutz widerspricht und die Infrastruktur, die verfällt. Genau das ist ein Punkt, der Atomausstieg. Ist etwas, wo sich die Deutschen gerne in die Tasche lügen. Ja, wir steigen aus, aber wir werden dann massiv Atomstrom aus dem Ausland importieren müssen, weil wenn wir das ernst nehmen mit der Elektromobilität und dann ab 2025 praktisch nur noch Elektroautos bauen, dann brauchen wir mehr Strom und der muss irgendwo herkommen. Durch Windkraftanlagen wird das alleine nicht gehen, es sei denn, man macht mit einem Kilometer Abstand über ganz Deutschland lauter Windkraftanlagen, das ist ganz toll und ganz herrlich. Nur dann würde es gehen, sozusagen aus Windkraft den Strombedarf der Deutschen überhaupt zu decken. Dementsprechend müssen andere Lösungen her, da redet keiner drüber, das will keiner wissen. Insgesamt verschiebt man ja die Probleme
ins Ausland. Die CO2-Bilanz ändert sich auch unter den Grünen nicht der Europas, sondern wir verschieben dann vorwiegend eben das Problem ins östliche Europa oder nach Frankreich oder woanders hin, je nachdem, wo es gerade passt. Da sind dann die Kohlekraftwerke, deren Strom wir beziehen werden, oder eben die Atomkraftwerke aus dem Ausland. Frankreich, Holland vor allem sind da derzeit besonders en vogue. Und was bedeutet der Olaf für eben den Umgang mit den Fragen der Schuldenunion, der Haftungsfrage? Heute hat der Olaf den lieben Macron besucht. Das heißt, der hat in letzter Zeit innenpolitische Schwierigkeiten und kann deswegen nicht schlafen. Wenn der Olaf da ist, dann schläft der Mann danach 1A. Das kann ich garantieren. Dementsprechend war das vielleicht auch eine therapeutische Maßnahme für Monsieur Macron. Jedenfalls gibt es da jemand, der Sympathisant ist von dem Olaf. Das ist der Marcello Fracereno. Und der hat gesagt, also ein schneller Schuldenabbau in Europa wäre auch für Deutschland schädlich. Gar keine Frage. Ja, wer Schulden abbaut, der muss ja in dieser Welt total bescheuert sein. Und das neue Programm Next Generation EU, bei dem Deutschland großer Nettozahler ist, dass der das so frei raussagt, hat auch große Vorteile für Deutschland. Gell? Man hätte jetzt gern gewusst, welche. Aber gut, wir kriegen bald neue Scheine, gell, weil es mit der Inflation nach oben geht. Und dann müssen wir schon bald mehr Nullen auf unsere Geldscheine drucken. Gell. Aber Hauptsache, wir bezahlen dann praktisch vereinfacht gesagt die Rente der Italiener. Ne? Das ist ja auch ein altruistisches Werk, muss man sagen. So, wie gehen wir weiter? Wir schauen jetzt mal die EZB. Die ist ja im Grunde im Krisenmodus seit Jahren, seit Jahrzehnten fast schon. 2009 hier eine Rede von Monsieur Trichet, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Damals die Reaktion auf die Finanzkrise erinnert so ein bisschen an die Reaktion auf die Corona-Krise. Hier ein Artikel im Spiegel von Henrik Müller, die EZB verharrt im Krisenmodus. Wir werden wahrscheinlich so einen Dauerkrisenmodus haben, der dann die nächste Rettungsaktion begründet, was dann wiederum die nächste Haftungsübernahme Deutschlands bedeutet. Das finden wir natürlich großartig und hier ist das mal symbolisiert. Hier sehen wir die Rettungsmaßnahmen, da sind wir ungefähr jetzt in der ersten Kurve rechts oben und dann fahren wir da wieder so und dann wieder so. Also das wird sich dann ein Stück weit wiederholen. Jetzt gab es eine Untersuchung am Wochenende vom ZDW, dem Wirtschaftsinstitut in Mannheim, und die haben herausgefunden, nach extrem langer Recherche, nachdem sie sich die Reden von EZB-Mitgliedern angeschaut haben, aus dem EZB-Rat, dass diejenigen für weitere Anleihekäufe sind, die aus hochverschuldeten Euro-Staaten stammen. Boah, wer hätte das gedacht, während diejenigen, die weniger verschuldete Länder repräsentieren, wie etwa ein Herr Weidmann oder die Holländer oder die Österreicher, nicht so sehr dafür sind. Das ist ein Zufall, meine Damen und Herren. Es gibt Zufälle, die sind ja unbeschreiblich. Nein, das war natürlich vorher schon lange klar. Ich hatte schon öfter mal hier diese Reihenfolge gezeigt, von dovish bis hawkish bei den EZB-Mitgliedern, ganz dovish Panetta, der Italiener. Dann haben wir Hernández de Cos, der Spanier, dann Leni, der ist Ire, aber Chefvolkswirt, der vertritt in dem Sinn kein Land, Dounaras, der Grieche, okay? Und dass die Griechen keine Schulden haben, das weiß ja jeder. Dann kommt Visco, auch wieder Italiener, dann kommt Villeroy von der Banque de France. Und so geht es weiter und geht es weiter. Und die Hockischsten, das ist hier praktisch der Holzmann aus Österreich, der Knot aus den Niederlanden und der Weidmann aus Germany. Der Weidmann würde unter Scholz wahrscheinlich keine Zukunft haben, weil der einfach nervt, gell, mit seinem Gebrabbel, dass man da irgendwie irgendwann mal raus soll aus dieser ultralaxen Geldpolitik. Das würde dem Scholz gar nicht so gefallen, nehme ich an. Und jetzt sehen wir, und das ist das kleine Problem, dass jetzt die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder laufen, gerade was die Energiepolitik betrifft, die in Deutschland ja auch so ein bisschen schwierig ist, muss man sagen. Hier zum Beispiel die Strompreise, jetzt Forward-Kontrakte, also praktische Kontrakte, die nächstes Jahr auslaufen, über 2% gestiegen, jetzt auf 91 Euro und mehr für die Megawattstunde. Wir sehen hier diesen massiven Anstieg in den letzten Jahren, geniale Klimapolitik. Die will besonders gutmeinend sein, die ist besonders gutmeinend, schafft aber riesige Probleme bzw. verlagert unsere Probleme ins Ausland. Die Ausländer verdienen damit Geld, indem sie uns dann den Atomstrom liefern, den wir aus Klimaschutzgründen, gell, und wegen Fukushima jetzt leider nicht mehr herstellen wollen, weil das ja ungrün ist irgendwie.
Also es ist etwas, was wir teuer bezahlen müssen, was Europa insgesamt teuer bezahlen muss. Hier sehen wir mal Europa, Gaspreise und Strompreise, wie massiv die gestiegen sind, etwa in Holland, in verschiedenen Ländern. Geht das durch die Decke, mehrere 100%? Wir stehen vor einer Versorgungskrise in Sachen Energie. Es will nur keiner wissen, weil wir erstmal so weiterwursteln. Und diejenigen, die derzeit am Ruder sind, sich denken, ja, bis das irgendwie mal schwierig wird, bin ich schon längst wieder fort. Also habe ich meine Pension, brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Alles gut. Und einer denkt drüber nach, gell? Und das ist ja mein absoluter Lieblingspolitiker aus meiner absoluten Lieblingspartei, der CSU, der Scheuer, Verkehrsminister, gesagt, du, also wenn wir jetzt einmal einen Spritpreis von 2 Euro haben und der wird überschritten, diese 2 Euro Marke, dann werden wir ein bisschen was gegensteuern, gell? Es wird ja ab nächsten Jahr automatisch die CO2-Abgabe nochmal erhöht, gell? Und irgendwann, wenn das jetzt stand jetzt, würde das bedeuten, ungefähr 40 Cent nochmal teurer, dann wären wir bei 2 Euro, gell? Also die Politik schafft es, den Spritpreis immer teurer zu machen durch bestimmte administrative Maßnahmen. Jetzt muss man neue administrative Maßnahmen ergreifen, damit es wieder billiger wird, gell? Das macht Sinn, ne? Also ich bin ein totaler Fan von dieser Politik, mach erst was teurer, dann machst du es hintenrum wieder billiger. Linke Tasche, rechte Tasche, hast aber sehr viele Stellen geschaffen, ne? In der Bürokratie. Also das ist spitzenmäßig, da muss man sagen, ja super. Und wir ruinieren gleichzeitig unsere eigene Autoindustrie. Hier mal oben die Autoproduktion in Deutschland seit 2017 ganz klar rückläufig. Wir zerstören jetzt das gesamte Know-how, das wir haben, eben im Bereich Benzin und Diesel. Klar, es ist in jeder Hinsicht zu wünschen, dass wir weniger fossil unterwegs sind. Es ist aber die Frage, ob diese ganze Stromer, Elektroauto, Euphorie, naja, wirklich so weit führt, wenn wir sehen, dass wir damit auch wieder das Problem in diejenigen Länder verschieben, die eben dann unter schmutzigsten Bedingungen hochgiftige Stoffe abbauen, damit wir schön unsere Batterien haben, die dann schwer überhaupt A zu löschen sind und B schwer zu entsorgen sind. Das sind dann Probleme, die in diese ganze Bilanz nicht wirklich mit einfließen. Und ich werde Ihnen unter dieses Video mal einen Artikel dazu von meinem Kollegen Claudio Kummerfeld posten. Autoproduktion in Deutschland seit 2017 geht der Trend deutlich bergab. Und da ist auch die liebe Politik schuld, die natürlich nur das Beste will, stets das Gute will und das Böse schafft, könnte man sagen. Es sind großartige Zeiten. Jetzt hat mir am Wochenende ein guter Freund erzählt, der aus Österreich kam oder kommt, stammt und dann in diesem herrlichen Land es trotzdem geschafft hat, mit dem Zug zu fahren, sodass wir uns treffen konnten. Der hat gesagt, also es ist erstaunlich, wie schlecht der Zugverkehr in einem so geordneten, so gut organisierten Land funktioniert. Dann habe ich gesagt, du, wo warst du die letzten 10 Jahre? Hast du geschlafen? Der hat nur gearbeitet, der Mann, der weiß gar nicht, was los ist, war irgendwie so mein erster Gedanke. Also irgendwie hat man nicht so das Gefühl, dass wir jetzt so wahnsinnig im Aufwärtstrend sind, wenn man mich fragt. Gell? Aber das ist wahrscheinlich eine subjektive Einschätzung mit Olaf Scholz. Wird alles besser. So viel ist klar. Der Artikel unter dem Video, meine Damen und Herren, schauen Sie sich den kurz an. Schnell gelesen, aber ein wichtiges Faktum erkannt. Ich sage Servus und Ciao.